Grüß euch, ich bin der Sebo. Ihr kennt mich eventuell vom Arctic Warrior oder bereits von meinen Projekten bzw. meinen Videos auf meinem Kanal. Ihr habt euch sehr gerne ein Q&A gewünscht, wo ich eure Fragen beantworte und das versuche ich hier im Video zu gewährleisten. Hast du denn bisher schon so ein richtiges Großprojekt gehabt oder ist da schon was abgefilmt, was vielleicht zukünftig noch kommen würde? Ja, habe ich. Den Titel möchte ich noch nicht verraten. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen in den Streams. Otto nimmt teil, Kuni nimmt teil. Ja, Kuni mit einem Team sogar von Profis und Spezialisten. Und noch ein, ja, sagen wir es mal, geheimnisvolleres Team. Es wird geil. Mir hat es mega Spaß gemacht, überhaupt daran teilzunehmen und das mitzumachen. Als Teilnehmer, nicht mal auf der Orga-Seite, sondern wirklich das mitzuerleben. Und ich bin echt gespannt und freue mich schon, wenn die erste Folge draußen ist, um euer Feedback zu bekommen, wie es euch gefallen hat und wie es bei euch ankommt. Ich hoffe, wir können die Emotionen transportieren. Ich hoffe, wir können die Spannung transportieren. Es ist halt sau schwierig, das in Film darzustellen auf YouTube. Ich hoffe, wir schaffen es, aber es ist auch mein erstes Projekt. Auch ich werde da mein Lessons Learned draus ziehen müssen. Und es wird nicht perfekt sein, aber es wird so gut sein, wie wir es persönlich hinbekommen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefällt. Okay, du hast ja bei YouTube jetzt auch schon eine Menge Videos hochgeladen. Was hast du denn so mit deinem besten Video bisher verdient? Mein bestes Video? Mein bestes Video stand jetzt, müsste glaube ich sein, hat Team Gelb geschummelt in Bezug auf den Arctic Warrior. Verdient habe ich damit ja, 430 Euro circa, aber mir geht es wirklich nicht ums Geld. Klar braucht man Geld, um Projekte selber anstoßen zu können, um Projekte selber durchführen zu können. Und ich habe einfach Spaß daran, euch Content zu bieten, euch mit euch zusammen zu interagieren, euch mitzunehmen auf meine Projekte und meine Erfahrungen und euch an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ja, Sebo, sag doch mal, warum ist Otto denn jetzt bei der neuen Seven vs. Wild Staffel nicht dabei? Da müsst ihr eigentlich den Otto fragen. Wir sind zwar sehr, sehr, sehr eng zusammen und sprechen nahezu über alles, aber ich kann natürlich nicht in Fritz reingucken, warum der Otto nicht nominiert ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Format einfach schon sehr viele Interessenten hat, dass der Fritz natürlich auch schon sehr viele andere Leute da mal hochziehen wird, weil er hat auch den Otto mit Seven vs. Wild groß gemacht und dass er dort einfach anderen YouTubern und anderen Content-Creatern eine Bühne bieten will, wie er das damals für den Otto gemacht hat, die dann euch vorgestellt werden und hoffentlich einen ähnlichen Impact haben werden auf die Community. Und was denkst du, welches Projekt war bisher krasser? Das von Otto und Fabio oder Seven vs. Wild Staffel 3? Otto und Fabio sind Profis. Fabio hat Outdoor-Erfahrung, Fabio ist willensstark. Otto hat sehr, sehr viel Outdoor-Erfahrung, hat auch schon am Arctic Warrior wieder gezeigt, dass er Leute anleiten kann. Und es ist natürlich das längere Projekt. Es ist länger, es ist mehr Strecke, es ist Bewegung. Alles, wo man verlegt, bietet immer mehr Anstrengung. Anstrengung bedeutet, dass man jeden Tag wieder einen neuen Nahrungsgrund erschließen muss, neue Wasserquellen generieren muss, überlegen muss, wie gehe ich weiter, wo gehe ich weiter, Geländebeurteilung, da spielt sehr viel rein. Anspruchsvoller von der Durchführung wird das Fabio und Otto Projekt sein. Krasser auf YouTube dargestellt, bietet natürlich Seven vs. Wild 3 eine ganz andere Möglichkeit. Man hat mehrere Teams, man hat mehrere Level von den Fähigkeiten her, wo man natürlich dann auch Konfliktpunkte sehen wird. Schwierigkeiten sehen wird bei jemandem, der das noch nicht so oft gemacht hat, nicht die Erfahrung hat. Und dagegen gestellt natürlich Martin und Fritz, die auch absolute Profis sind, die wahrscheinlich da richtig performen werden. Oder die Naturensöhne, die sehr aktiv sein werden und was bauen werden. Ich freue mich auf beide Projekte. Ich finde beide Projekte mega geil und werde wahrscheinlich da wieder, wie schon vor Seven vs. Wild 2, wie ein Fanboy vorm PC sitzen und mir das angucken. Jetzt vielleicht ein bisschen persönlicher. Wie gehst du denn so mit Kritik um, zum Beispiel auch in deinen Kommentaren? Kritik ist was Gutes. Kritik zeigt mir Schwächen auf, zeigt mir Fehler auf, aus denen ich lernen kann. Wenn es denn konstruktiv ist. Generelle Kritik, die ich auch schon bekommen habe unter Videos, wie ja, ich habe das jetzt zwei Tage beobachtet, du hast nicht auf meinen Kommentar geantwortet und damit bist du auch für mich gestorben. Sage ich immer, Achtung, das YouTube-Format hier ist bei mir nebenbei. Ich bin hauptberuflich bei der Bundeswehr und werde das auch bleiben, weil ich gerne Soldat bin. Ich bin gerne in der Bundeswehr und ich habe mega Spaß an meinem Fluglotsen, Job, Berufung, Dienst in der Bundeswehr. Ist ein abwechslungsreicher Beruf und
Ich versuche YouTube in meiner Freizeit so gut wie möglich zu machen, solange es mit meiner Familie vereinbar ist, und euch einfach an meinen Erfahrungen, an meinen Ideen teilhaben zu lassen und, wie ich es auch schon mehrfach gesagt habe, hoffentlich dann bald die Transition zu schaffen, nicht Projekte für euch zu machen, sondern mit euch zu machen. Dass wir die Community aktiv einbinden, und das soll mein Content sein. Ich möchte nicht derjenige sein, den ihr auf YouTube anguckt, sondern ich möchte derjenige sein, wo ihr sagt, ey, ich habe da Bock drauf und das nächste Projekt mache ich beim Sebo mal mit. Und wie waren für dich so die ersten 2 Monate YouTube jetzt generell? Stressig. Stressig, weil es bei mir ja nicht einfach YouTube war, nein. Es war ja auch gleichzeitig noch die Organisation des Arctic Warriors. Es war auch nachbereitend dann noch viele Problemfelder, die da aufgetreten sind. Siehe die Community Party, sehe manche Probleme mit manchen Folgen, auch Fehler, die da aufgetreten sind. Ich musste alles mir relativ selber beibringen, ob das das Streaming auf Twitch ist, auf meinem Kanal, oder ob das YouTube-Videos sind, wo meine Kamerajungs mich natürlich super bei unterstützt haben. Aber es ist natürlich alles Neuland und damit noch nicht so easy peasy lemon squeezy, sondern ich muss mich da reinarbeiten. Ich sag's mal so, Otto und Fritz würden die ganzen Videos wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit abgedreht zu haben. Ich verspreche mich noch oft, aber das ist halt so. Mal sehen, wird wohl wahrscheinlich hoffentlich besser werden. Du hast gerade ein bisschen was zum Arctic Warrior erzählt. Vermisst du die Zeit jetzt so im Nachhinein? Nein. Ich bin froh, dass der Arctic Warrior rum ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das an Zeit, Nerven gekostet hat, aus ganz vielen Gründen. Wir haben da ein ausführliches Lessons Learned draus gemacht, um auch uns schlanker und effektiver zu gestalten. Es ist gut, viele Meinungen einzuholen, es ist gut, breit aufgestellt zu sein, aber in der Entscheidungsfindung muss manchmal schnell und zuverlässig Entscheidungsgewalt bei wenigen Personen liegen. Und das war leider nicht immer gegeben, aber das haben wir auch daraus gelernt. Wir haben durch den Arctic Warrior so viel gelernt, was wir beim nächsten Projekt vom Otto hoffentlich umsetzen können und werden, dass ich ein absolut positives Fazit aus dem Arctic Warrior ziehe. Mir hat er gefallen, mir hat der Content gefallen, mir hat die Zeit in Finnland gefallen. Es war für mich eine Ehre, dass der Otto mich da mitgenommen hat. Ich denke jetzt schon noch so oft an gewisse Situationen, wo ich mit Julian zuerst bei der ersten Erkundung da durch den Wald bin, auch mit dem Sascha, wie der sich da gequält hat, mit dem Toni zigtausend geile Erinnerungen, oder Sana, mit allen. Ich glaube, ich werde auch den Rest meines Lebens von den Erfahrungen zehren. Zurück zur Bundeswehr. Gibt es da eigentlich Kontrollen, ob man zum Beispiel Drogen genommen hat? Ja, die gibt es und die sind auch gut so, gerade in meiner Verwendung, weil Drogen sind für mich ein No-Go. Gerade in diesen Verwendungen, wo man Verantwortung für Leib und Leben von anderen Menschen hat, sollte man sich immer die Frage stellen, kann man sich das für seinem eigenen Gewissen, könnte man sich das selber rechtfertigen, die Menschen gefährdet zu haben, weil man selber Drogen konsumiert hat. Okay, jetzt erzähl doch mal, wer verträgt denn mehr Alkohol? Du oder Evil Jared? Ich würde sagen, wir nehmen uns nichts. Problem war natürlich, dass Jared erstmal ein bisschen noch Material nachbereiten musste. Bei mir war es wirklich so, die Siegerehrung, wir haben den Elefantenbär übergeben und das war für mich, ich habe meine Verantwortung abgegeben, ich bin nicht mehr verantwortlich für die Gesundheit der Teilnehmer, ich muss mir keine Gedanken machen, da ist der ganze Druck von mir abgefallen. Ich musste mich nicht mehr um die Kameraleute kümmern, ich musste mich nicht mehr um die gesamte Organisation kümmern und da habe ich mich so richtig hingesetzt und habe gesagt, ey krass, was du hier in den letzten 5 Tagen mit deinem Team um dich herum, also wir als Team umgesetzt haben, was wir abgedreht haben. Hab dann kurz angefangen, oh, hoffentlich kommt das auch alles so rüber, aber dann gesagt, nein, jetzt setz dich erstmal hin, trink dir ein Bierchen und dann habe ich mir echt ordentlich die Rüstung verbeult, aber es war auch eine geile Party. Hast du denn selber auch einen Lieblings-YouTuber? Hab ich einen Lieblings-YouTuber? Ich bin so breit aufgestellt, ich nutze vor allem YouTube auch sehr viel, um Informationen zu gewinnen, sprich in Bezug auf den Ukraine-Krieg möglichst viele Quellen an Informationen abzugrasen, um mein eigenes Bild mir zu bieten. Weil ich bin keiner, der sich direkt auf die erste Aussage verlässt, sondern ich möchte mir gerne mein eigenes Bild bieten und ich nutze YouTube wirklich im Schwerpunkt dort als Ergänzungsmaßnahme zur Informationsgewinnung. Als Lieblings-YouTuber, jemanden, den ich regelmäßig gucke, ja, da sind Musikvideos, und tatsächlich, ja, den Robert Marc Lehmann, den schaue ich relativ regelmäßig, genauso wie Otto, das dürfte klar sein.
und Martin Survival. Martin Survival, weil er einen geilen Humor hat. Wurdest du denn vielleicht selbst auch da auf der Straße schon mal erkannt und vielleicht auch nach Bildern gefragt? Erkannt wurde ich tatsächlich schon auf einer Party. Und ihr kennt es vielleicht, ihr habt schon eine Stunde gefeiert, seid richtig in Stimmung und dann kommt einer, ey Sebo, wie geht's dir? Und ich so, hey, scheiße, wer bist du? Warum kenne ich dich nicht? Und dann haben wir so ein bisschen geredet und der hat mir dann einen ausgegeben und ich habe mit ihm angeschlossen. Dann habe ich gesagt, hör mal, kennen wir uns? Oder, nee, du hast das auch hier mit YouTube, mit Arctic Warrior gemacht. Und dann habe ich gesagt, scheiße, zum Glück. Habe ihm das erzählt, dass ich nicht wusste, ob ich ihn nicht erkannt habe oder sonst irgendwas. Ja, muss ich mich noch dran gewöhnen, aber es macht jedes Mal Spaß. Auch auf dem Neusser Schützenfest, wer mir auf Instagram folgt, wird es gesehen haben. Da wurde ich dann im Festzelt von einem Follower angesprochen, nennen wir ihn nicht Fan. Da haben wir uns erstmal schön auch ein paar Ründchen getrunken, haben ein bisschen gelacht zusammen. Ich habe ihm ein bisschen was Hintergrundstory-mäßig vom Arctic Warrior erzählt. Und bis jetzt habe ich nur positive Erfahrungen gemacht, auf Teile der Community im Real Life zu treffen. Hast du denn vielleicht auch einen Ort, den du unbedingt in Zukunft noch mal bereisen möchtest? Und wenn ja, warum? Ja, tatsächlich. Ich möchte dieses Jahr noch, sobald der Winter in Finnland wieder Einzug erhalten hat, noch mal nach Finnland. Und Teile der Strecken, die die Teilnehmer zurückgelegt haben, noch mal selber abgehen. Auch sehr, sehr gerne ganz alleine, auch sehr, sehr gerne über 6-7 Tage. So dass ich einfach die Keypoints, wo Leute Probleme hatten, der Berg, wo Philipp und Gerd sich hochgequält haben, einfach nochmal selber bewältige und euch dort nochmal mitnehmen kann. Und die Fehlerkette, die eventuell da war oder eine falsche Entscheidung, euch nochmal offenlegen kann. Wie viel Geld ist denn beim Spendenstream von dir und Sahin zusammengekommen? 1200 Euro und darauf können wir als Sebo Rescue Team richtig, richtig stolz sein. Wir haben 1200 Euro gesammelt für das Nürnberger Hospiz Team, um todkranken Menschen nochmal den letzten Lebenstraum eventuell zu erfüllen. Vielleicht auch ein, zwei. Ich weiß nicht, was da für Träume herrschen. Aber ich glaube schon, dass wir mit 1200 Euro vielleicht 2-3 Familien glücklich machen können. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten, zu eurer Zufriedenheit beantworten. Und jederzeit immer wieder gerne, schreibt es in die Kommentare, schreibt mich auf Discord an, schreibt mir auf Instagram. Ich versuche, die Fragen zu beantworten, aber ich habe einen Hauptjob, ich habe eine Familie, ich werde es nicht immer direkt schaffen. Sollte eine Frage mal untergehen, bitte ich um Verzeihung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen geilen Tag und bis dahin, euer Sebo.